Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wir sind hier, kurz vor der Sternkarte und jetzt geht's weiter. Was haben wir denn? Koal. Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Koal Tor. Zu leiten. Schwerer Angriffskampfläufer. Sehr schön. Anlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit nice, der nice, nice. Beginnen. Das ist ein Mini-Odin. 100 Jahren sprechen. Oh, okay. Ja, wird gemacht. Aber jetzt will ich erstmal noch die gucken. Die Nöbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten nahmen. Ja, ja, ja. Jetzt guck mal aber an, was das ist. Neu Folsom. Machen wir das, bevor wir die Hauptquest weitermachen. Er hätte doch eigentlich schon hier sein müssen. Ja, Toshi. Schon verlassen. Was? Ich dachte, sie. Na, klasse. Sir, und er ruft nach Hilfe. Eingehende Übertragung. Sie ist schon verschlüsselt. Stell durch. Was haben wir denn hier? Sieh mal einer an. Der berüchtigte Jim Rayner. Mein Name ist Nova. Wir sollten uns unterhalten. Okay, wer bist du? Was sollte mir einer von Mengsks Lieblingsghosts zu sagen haben? Ach, das ist einer von... Tosh belügt euch. Matt, hol Tosh in die Leitung. Ich bin mir sicher, dass er sowieso schon zuhört. Verschlüsselung hin oder her. Wir Phantome sind die Zukunft. Du hast es einfach nicht verkraftet, Kleiner. Was ist denn jetzt jeder passiert? Jeder zum Phantom konvertierte Ghost ist zum psychotischen Serienmörder geworden. Die, die ich erwischt habe, sitzen jetzt in Neu-Folsom. Oh. Hör nicht auf sie, Bruder. Hilf mir, die Phantome aus Neu-Folsom zu befreien. Und wir können Mengske zusammen fertig machen. Tosh will seine Phantomkollegen reaktivieren, indem er die Substanzen benutzt, die ihr mit ihm gesammelt habt. Ja. Neu-Folsom ist voller psychopathischer Killer. Naja. Willst du die wirklich auf die Galaxis loslassen? Ich hab Tychus im Team. Für dich gegen Mengsk. Und meine Leute genauso. Sie wird sich dir noch nicht mal anschließen. Er ist eine Psycho-Zeitbombe. Das sind doch alle. Er steht dir treu zur Seite, bis er dir eines Tages ein Messer in den Rücken rammt. Das klingt ist der Moment nach der Wahrheit. Entscheide dich. Schon wieder. Na gut. So, was haben wir denn hier? Phantom, Infiltrationseinheit, kann ultraschnell Impuls und Tarn einsetzen, kann auch Nuklearraketen anfordern. Geil, was kann der? Kann die Fähigkeit Scharfschütze und Tarn einsetzen, kann auch taktische Nuklearraketen einsetzen. Check. Also im Grunde können die alles. Ultraschallimpuls, betäubt für kurze Zeit Feind im Zielbereich, trifft einen Gegner per Fernschuss und verursacht 45 Schaden. Check. Tarnt den Ghost, ein getarnter Ghost kann nur angegriffen werden, wenn er von Detektoreinheiten oder Effekten aufgedeckt wurde. Shake. Verbirgt den Phantom, ein getarnter kann nur angegriffen werden, wenn er von Papa oder Effekten bleibt. Taktische Nuklearrakete fordert eine taktische Papa im Zielbereich an, die in einem großen Umkreis massiven Schaden verursacht. Klingt doch cool. Ja, und dasselbe. Das, der einzige Unterschied ist der hier. Betäubt für kurze Zeit Feinde im Zielbereich. Oder trifft ein Gegner. Feinde. Plural. Das heißt, es ist besser gegen mehrere Gegner. Auf alle Fälle. So. Ins Gefängnis einzudringen und die gefangenen Phantome zu befreien. Tosh wird für den Rest der Kampagne im Team bleiben und nach Bedarf Phantome ausbilden. Die Phantomtrainingseinrichtung auf Avernus zu zerstören und die Gefahr durch psychotische Amokläufer von aus Kontrolle geratenen Phantomen zu beseitigen. Nova wird ihnen beibringen, wie man Ghost ausbildet. Wird sich ihrer Sache aber nicht anschließen. Schade. Egal, ich mag Tosh. Sollen, was du wirklich vorhast, Tosh. Trotzdem glaube ich eher dir als dieser Meuchelmörderin von der Liga. Wir sind so weit gekommen, dann stehen wir das jetzt auch noch durch. Das war die falsche Entscheidung, Rayner. Naja. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Bruder. Dann lass uns loslegen. Neu-Folsom wartet. Wie man so schön sagt, ne? Lade Daten guten über Neu-Folsom Arbeitsleute. Labe dich an diesem Anblick, Bruder. Sieht doch schick aus. Die sieht nicht so schick aus. Barrikadiert. Nova muss ihnen was gesteckt haben. Jetzt brauchen wir eine Armee, um in den Laden reinzukommen. Selbst eine ganze Armee wird dich da nicht reinbringen. Wow. Aber ein Mann, ein Phantom am richtigen Ort, kann einen Weg reinfinden. Sehr schön. Dann hängt unser Fortschritt von dir ab, Tosh. Ich werde meine Jungs hart rannehmen. Aber sie werden deine Hilfe brauchen, um vorwärts zu kommen. Klar. Na wunderbar. Du kannst diesmal in Ruhe zugucken. Ich übernehme die Führung und räume den Weg frei. Schick einfach weiter Truppen rein. Ich erledige den Rest.
wird gemacht. Es gibt zwei Zellenblöcke, die als Militärgefängnis dienen. Wenn wir sie aufbrechen, können wir wahrscheinlich mit der Hilfe der Gefangenen rechnen. Was sonst noch? Sehr gut. Direkt beim Haupteingang des Gefängnisses ist eine Basis der Liga. Schaltet sie aus und die Wachen werden sich zurückziehen. Yep. Den Rest können die Gefangenen selbst erledigen. Wenn man einmal einen Aufstand aufgezettelt hat, angezettelt, dann klappt das. Ich habe lange genug hier aufgewartet. Ich bin bereit. Shake, shake, shake. Na also, derzeitige Mission, Ausbruch. Seien Sie vorsichtig bei Raketenturm und Raven. Sie können Tosh aufdecken und Ihren Alliierten ermöglichen, ihn anzugreifen. Okay, dann. Was haben wir denn hier? Was sind denn das vor allen Dingen für, ja, Sensoren, die ganze Zeit über diesen Planeten fliegen? Der ist ja von oben bis unten abgeriegelt. Ach du Scheiße. Na gut, F3. So, F3. Zerstören Sie das Hauptbasis des Gefängnisses. Tosh muss überleben. Cool. No shit. Mit meinen Tarnfähigkeiten kann ich die Wachen alle ausschalten. Wow. Sie werden mich nicht einmal kommen sehen. Löschen. Geil. Jetzt die Frage, wie lang ist der überhaupt, Invis? Das ist jetzt... ziemlich schick. Ich habe da einen kleinen Trick, den ich in eine Explosion getauft habe. Oh. Mit dem lassen sich ganze Gruppen von Space Marines ausschalten. Geiler Spaß. Moment. Ja, auf müsste funktionieren. Fall. Ach, das ist dieses... Schlechtes Mojo im Anmarsch. Nice, das macht sogar Schaden. Geiler Spaß. Vielleicht nein. Also, Toshi, du, na, das wollen wir doch mal sehen. Du bist richtig, richtig gut. Cool. Was haben wir denn hier? Überzeug mich. Kann ich denn hier überhaupt was machen? Vielleicht nein. Nee. Rainer, na wunderbar. Jetzt muss ich das wirklich alles alleine machen. Auf jeden Fall. Echt schick. Ich kann doch nicht mal Sachen ausbilden. Was soll denn der Mist? Das wollen wir doch mal sehen. Na gut, aber ich mag es sowieso, mit nur einer Einheit hier vorzugehen. So ein bisschen wie... Dieser Geschützturm auf der anderen Seite der Brücke. Er gibt seinen Verbündeten Bescheid, wenn ich zu nahe komme. Er kann mich sehen, selbst wenn ich getarnt bin. Okay. Auf jeden Fall. So, jetzt die Frage, wie weit kann der denn angreifen? Lasst sie bluten. Okay. Das wollen wir doch mal sehen. Cool. Na dann, wie komme ich an dem vorbei? Gute alte Hirnexplosion. Vielleicht nein. So, und den auch noch. Shake, shake. Los geht's. Auf jeden Fall. Ich mache, was ich will. Oh, oh. Haha, klappt alles wundervoll, wie am Schnürchen. Cool. Okay, hätten wir einen down. Vielleicht ja, vielleicht nein. Vielleicht aber beides. Psyche. Umgibt Tosh mit einem Energieschild, der eingehende Schaden absorbiert, hält 10 Sekunden oder bis er 300 Schaden absorbiert hat. Okay. Jetzt muss ich aber irgendwie das Ding hier kaputt machen. Auslöschen. Aua. Das wollen wir doch mal sehen. Cool. Los geht's. Geil. Das ist ja der Hammer. Ah, das Blaue ist also der Schild. Sehr schick. Jetzt muss der nur noch schnell regenerieren. Ich mache hoffentlich heilt er sich selbst. Meine Jungs sind unterwegs, um dich zu unterstützen. Ja, jetzt ja. Schick einfach immer weiter Truppen nach. Ich erledige den Rest. Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht ja, vielleicht nein. Da hinten ist wieder so ein scheiß Raketenturm. Was kann ich denn eigentlich von hier oben machen? Ah. Na komm schon. Das wollen wir doch mal sehen. Vielleicht wow. Ja, vielleicht nein. Auf jeden Fall. Shake. Nice. Alle, wow. Fast alle down. Aua. Was ich will. Blödsinn.
Das wollen wir doch mal sehen. Okay, jetzt muss ich den von hier oben kaputt machen. 3, 4, 5. Los geht's. Nice. Ich mache, was ich will. So, jetzt muss ich aber irgendwie an diesem Bunker vorbei. Oh, 3, 4, 5, 6, 7. Oh nein. Vielleicht nein. Schön, schön, schön. Immer weiter hochheilen. Heimlich, still und leise. Cool. So, da könnte ich eigentlich gerne mal ein bisschen Energie raushauen hier. Aber das dauert sonst zu lange. Auslöschen. Bam. Schlechtes Mojo im Atma. Das ist doch mal so gemein, wenn die einfach invisseln. Auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie diesen Raketendruck da hinten kaputt haben. Das wollen wir doch mal sehen. Ich mache, was ich will. Lass die Blut. Das blöde Teil hier hat mich schon ziemlich lange einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Oh je. Ah, komm schon. Ich mache, was ich will. Wow. Oh, ich krieg's einfach mit dem Geklicke nicht hin. Das wollen wir doch mal sehen. So. Na gut, wir brauchen das eigentlich. 50 und 30. Okay, also dieses Schild ist eindeutig günstiger. Los geht's. Sollte ich in Extremsfällen doch etwas häufiger benutzen. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Vielleicht so. Ja. Und eigentlich können ja die anderen Truppen, die ganze Zeit ankommen, ja noch nicht helfen. Was das hier angeht. Auslöschen. Wow. Wieder einer weg. So, na, die kommt doch da. Auslöschen. Wunderbar. Na, wobei. Ich kann schon mal ein bisschen vorrücken. Das wollen wir doch mal sehen. Aua. Ich mache, was ich will. Welcher Pisser hat mich denn jetzt entdeckt? Wenn ich Energie brauche, kann ich Aufzehren benutzen, um von einem Verbündeten Wilsche zu bekommen. Je mehr Lebensmittel entdeckt, desto mehr Energie. Es tut auch gar nicht weh. Jedenfalls nicht besonders. Los geht's. Gute Arbeit, Tosh. Wir rücken weiter zur Front. So, und solange irgendwelche Sanitäter mit dabei sind, klappt das auch immer. So, jetzt will ich auch mal gucken, wo es denn hier weitergeht. Ah, ja, komm. Blöden Wachen. Ey, ich kann einfach so durch das Ding ballern. Wie cool ist das denn? Oh, oh. Na komm. Na, und noch ein Stück. Das ist doch mal so gemein. Ja, schlechtes Mojo. Du mich auch. Hihihi. Das ist so gemein. Und wieder einer weniger. Posch, du näherst dich jetzt dem ersten Zellenblock. Die Gefangenen freizulassen, könnte uns ein paar Verbündete bringen. Ja, aber nur ein paar. Werden oh, ach, die kommen klar. So, erster Zellenblock ich ist da mache, oben. Was ich will. Jetzt muss ich aber trotzdem cool. Mal schauen, wo es hier hinten geht. Wow. Vielleicht ja. Bam, vielleicht und nochmal, was so schön war. So, wenn ich Energie brauche, na, wie war das? Tut auch gar nicht weh. Zumindest nicht so sehr. Schlechtes Mojo. Na komm schon. Wow, knapper Spaß. Hoffentlich trifft er nur Einheiten und nichts irgendwas anderes. Oh je. Na, oh. Ich mache, was ich will. Na gut, Bunker ist wenigstens da. So, jetzt muss ich aber hier mal den Rest noch kaputt hauen. Folgen die mir? Nö. Egal. Die ich laufen mache, einfach weiter. Was ich will. Ohne auf irgendwas vielleicht anderes ja. Zu achten. Oh je. So, noch einer. Da rein nach, gehen sie alle down. Auf jeden Fall. Das wollen wir doch mal sehen. Shit. Werden angegriffen. Ja, die Verbündeten mache, können nicht. Und da noch einer und ich auch noch. Aua! Ja, vielleicht nein. Los geht's.
James. So, jetzt muss ich nur irgendwie an diesem Ding vorbeikommen. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, also ich könnte, was ich auch werde, dieses Ding hier erstmal. Auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. Fünf. Ah, nice, wunderbar. Ja, die Verbündeten, die kommen klar. Rainer hat sowieso elendig viel von diesen Dingern. Gute Arbeit, Tosh. Die Wachen im Zentblock A. Oh. Aber sonst kann ich hier nichts weiter mitnehmen. Schade. Ja, und dann nimmst du einfach alles mit. Das wird schick. Das wird sehr, sehr schick. Oh, nee. Ich mache, was ich will. So, da muss ich erstmal noch ein bisschen nachhelfen. Und ich brauche noch ein bisschen Energie hier. So, oh, halt mich mal ein bisschen. Kann man nicht mehrere Sanitäter auf einen heilen lassen? Ist doch schade. Aber egal, solange die wenigstens nicht heilen, ist alles gut. Ah. Auf jeden Fall. So, und hier waren ja zwei irgendwie. Irgendwo irgendwann. So. 1, 4, 5, 2, 3, 4. Schlechtes Mojo im Arsch. Shake. Auslöschen. Also, der kann deswegen doch relativ viel machen, du. Das wollen wir doch mal sehen. Ja, ja, und nochmal. Heimlich, still und leise. Ich mache was ich will. Nice. Ich brauche noch ein bisschen mehr von diesem Zeug. Vielleicht ja, vielleicht nein. Cool. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, 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 nein. So, sind die jetzt bald mal fertig hier? Mit ihrem Ausbruchsplan. Ich glaub's fast nicht. Ach, man hätte hier lang gehen können. Na gut, dann gehen wir halt mal außen lang. Gucken wir uns mal den Alternativweg an, weil der funktioniert ja so ziemlich immer. Schade, dass der nicht jumpen kann. Vielleicht ja, vielleicht nein. Cool. Ah, blöd. Gut, dann muss ich halt von lang laufen. Ist aber auch nicht so schlimm. Kommen jetzt hier der Reihe nach endlich mal die Dinger? Nee, die reparieren die immer noch. Auf jeden Fall. Können wir halt nichts gegen machen. Vor allem, wenn der direkt vor denen steht und das Ding abhalten, ist das eigentlich ein Instant-Kill sein. Rein von der Logik. Ich mache, was ich will. So, jetzt die Frage, wie viel bringt das eigentlich? Ah, die Hälfte Trefferpunkte und verschafft euch 2 Energie für jeden entzogenen Trefferpunkt. Sehr schön. Nice. Ach komm. Und badaboom, 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 badaboom. So, ja. Bam, bam, bam. Auf jeden Fall. Oh, ne. Bam, bam, bam. So, der Reihe nach erstmal alles niedermähen. Was ist denn hier? Ja, jetzt baut er den zweiten Punkt. Na, wunderbar. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen von Zeit zu Zeit, weil ich bin ja meistens immer nur der, der zweite Stützpunkte nur dann baut, wenn die für Mineralienzwecke und alles noch sinnvoll sind. So, 1, 2, 3, 4, 5. Schlechtes Mojo im Arsch. Ich schieße die ganze Zeit ab, nicht passiert. Oh je. Nee, da ballert mich nicht ab. So, 3, 4. Ja, diese dämlichen Artillerieeinheiten muss ich ein bisschen früher noch kaputt haben. Bam, 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 bam. Wir rücken vor. Beschäftige sie, während. Ja, ja, ja. Während wir irgendwelche anderen Scheiße machen. Geht scharf. Erfolgreich. Kontrollpunkt erreicht. Ja, nice.
Du bist in der Nähe des zweiten Zellblocks, Tosh. Lust auf ein paar neue Freunde? Keine Sorge, Tosh. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Cool. Bam, bam, bam. Los geht's. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Wow, können die weit. So, blöde Heilungen. Auf jeden Fall. So, mein guter Raven. Hihi, ist das mies. Kann ich eigentlich auch. Was kann ich denn alles angreifen? Eins. Zwei. Das wollen wir doch mal sehen. Ach komm hier. Zwei. Still und leise. Zwei. Drei. Vier. Vielleicht ja. Vielleicht. Und dieses blöde Raven-Teil. Jetzt, wo wir uns befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Gut gemacht, Tosh. Haben wir alles. 25, nee, 50.000 mittlerweile schon. Das wollen wir doch mal. Ich nehme mal an, das wird dann instant zur selben Zeit passieren. Oh ja. Rakete ist abschussbereit. Markier ein Ziel. Wow. Sieh nur zu, dass es nicht. Das würde dann die V-Taste sein. Sehr schön. Auf jeden Fall. Oh. Wow. Ich sollte da vielleicht ein bisschen aufpassen. Das wollen wir doch mal sehen. Ich mache was ich will. So. Moment, 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 Moment. Muss ich mal geheilt werden hier. Oh je. Bam. Sniper, noch einer. Das ist so ein Phantom, Shadow, sind schon mal ziemlich cool. Schick, schick, schick. Und der heilt mich noch, so muss es sein. Und lieber, dass die Hälfte von den Einheiten bekomme ich, aber ich kann die nicht anklicken. Blödsinn. Egal, der heilt mich trotzdem hoch. 5, 6, 7, 8. Vielleicht bin ich wirklich ein Geist. Wow. Das wollen wir doch mal sehen. Los geht's. Einfach zweimal machen und schon ist die Sache durch. Ach, die müssen klarkommen. Es ist nur einer. Vielleicht wow. Ja, vielleicht nein. 2, 3, 4, 5. Okay, geht los. Keine Ahnung, wie viel Schaden das jetzt macht, aber das wird geil. Das so, was hat denn das eigentlich? 4 kann ich machen. Plus 200 gegen Gebäude. Vielleicht ja, wundervoll. Vielleicht nein. Auf jeden Fall. Also, was finden wir denn hier hinten? Cool. Das ist ein Alternativweg. Oh. Das wollen wir doch mal sehen. Okay, plus 200 gegen Gebäude. Dann machen wir mal noch ich die hier mache, kaputt. Was ich will. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Los geht's. Cool. Okay, hier könnte ich natürlich hier oben. Hier gibt es eine rechte, eine linke und eine mittlere Sache. Wäre ich hier mal der Reihe nach mit. Ich mache. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Vielleicht ja, vielleicht nein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Cool. Ach, so ist das. Ich wundere mich. Los geht's. Na, nee, das dauert zu lange. Das wollen wir doch mal sehen. So, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen. Ach so, da muss ich stehen bleiben. Damit er das ganze Spektakel noch anschauen kann. 2, 4, 5. Auslöschen. Und dich auch noch. Du, das Sicherheits-Raven. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Den auch noch. Los geht's. Shake, shake. So, was ist jetzt eigentlich der Cooldown? Aber 5 Sekunden bis zum Einschlagen. Und die 5 Sekunden sind dann die kritischen 5 Sekunden. Mal wieder. Oh. Und alle, hopp. Oh, Blödsinn. Oh, letzten Spielstand laden.
Wieso? Weil der Typ, wenn der diese blöde Rakete macht, einfach so ein leichtes Ziel ist. Falls Stars verletzt wird, ziehen Sie sich zurück und finden Sie einen Sanitäter. Achten Sie auf Raven und Raketentürme. Sie können Deutschland entdecken. Ja, das habe ich gerade mitbekommen. Und dieser Nuclear Strike geht dummerweise auch nicht so ganz toll. Wie man das jetzt glauben mag. Oh nein. Wieso hatten das nicht danach gespeichert? So ein Scheiß. Ein paar neue Freunde? Keine Sorge, Tosh. Wir beschäftigen sie, während du die Gefangenen befreist. Los geht's. Auf jeden Fall. So. Ich mache, was ich will. 2, 3, 4, 5. Los geht's. Und danach brauche ich wieder neue Energie. Oh. Das wollen wir doch mal sehen. Aua. Auf jeden Fall. Nein, so. Ausbrechen. 2, 3, 4. Und dich auch noch. Na komm, wie lange willst du noch? Abklingzeit. Jetzt, wo die Jungs befreit sind, können wir das Ding hier auseinandernehmen. Gut gemacht, Tosh. So, und ich werde noch mal ein bisschen Speicher nebenbei, weil irgendwie will der Autosave nicht. Man macht Autosaves immer nach dem Beenden von Sachen, beziehungsweise kurz davor. So, jetzt muss ich aber mir trotzdem mal wieder ein neues Zeug holen. Was, wenn ich die großen nehme? Komm, ich ganz gut. Ist abschussbereit. Markier ein Ziel. Sieh nur zu, dass es nicht zu knapp wird. Ja. Bekommen wir hin. Oh nein, nicht darin. So, Sanitäter müssen alle kaputt gehen hier. Aua! Das wollen wir doch mal sehen. Aber ich brauche die blöde Energie wieder. Na komm schon. Nice. Einfach doppelt das Ganze machen und die Sache hat sich erledigt. Gibt's hier noch irgendwelche Sanitäter oder sowas? Nein. Bam, haben wir die Energie. Oh. Na komm schon, mach diesen blöden Turm kaputt. Jungs. Ist das doch unmöglich. Was ist das noch? Oh, Junge. Echt shit. So, jetzt muss ich das Teil erstmal noch kaputt machen. 3, 4 und 5. Gut. Ich mache, was ich will. Und alle. 5 Sekunden. Kein Cooldown-Timer, kein gar nichts. Man geht davon aus, dass man die Dinger nicht anders besiegen kann. Das ist schon lustig. Los geht's. So, hier hoch kommt man auch nicht das anders. Doch mal sehen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Lal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 
Okay, ich habe noch zwei. Für das Zentrum und für rechts könnte ich das benutzen. Hadagun. Wieder eins weg. Ja, schön. Kann man drüber laufen. 4, 5. Schlechtes Mojo im Anmarsch. Also das ist doch mal eine sehr schöne Sniper-Gewehrsche. 3. Lass mal noch weiter ballern. Aber hier gibt es auch nichts mehr zum Aufdecken. Das ist sehr schön. So, jetzt muss ich aber nochmal diese Artillerie kaputt hauen, weil die ist scheiße. Hier. Schön. Okay. Und Sesam. Kaputt gehen. Yay. Aber das Krasseste ist, man kann in der Nähe von so einem Hauptgebäude einfach auch nichts anderes machen. So, Hauptgebäude down. Und jetzt noch den letzten hierfür brauchen. Wunderschön. Hat alles funktioniert. So, 3, 4, 5, 6. Ja, Mann. Vielleicht ja. 1, 2. 4, 5, 6, 7. Das Ding kann man leider nicht anbeißen. Egal. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Hauptbasis zerstört. Tosh ist am Leben und Mission beendet. Du hast gerade einen Albtraum wahr werden lassen, Rainer. Oh, fuck. Für uns alle. Der Himmel sei dir gnädig. Und die Mauern stürzen ein. Seid frei, Bruder und Schwester. Euer neues Leben erwartet euch. Ja, jetzt wird's interessant. Mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Schießen Sie Baba auf normal ab, ohne dass Tosh Trefferpunkte unter 100 sinken. Mal wieder nicht hinbekommen. Aber in 20 Minuten hat das Ganze geklappt. Super. Ab und zu nochmal auf die Uhr geschaut, damit ich ja weiß, ja, ungefähr so lange ist die Aufnahme. Die dauert immer mal ein bisschen zu lang. Aber so 20 Minuten für eine Mission ist eigentlich angenehm. 45 Minuten ist anstrengend. Vor allem, wenn man die Mission dann nochmal machen muss. Das geht dann so nach hinten los. Also dann. 50 Jahre und noch nie ist jemand aus Neuforzum entkommen. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Und alles nur wegen Faschismus. Wow. Na. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Sehr schön. Wir erledigen Minx. Und treten seine Liga in den Dreck. Shake, shake. Minsk zu stürzen, war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Minsk aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Yeah. Bist du wirklich so naiv? Yeah. Morgen kommt ein neuer Minsk. Und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. In gewisser Weise stimmt das fast auch. Aber schön ist Masole. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du denn hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Minsk tot sehen. Ja, wir machen das nicht wegen Minsk. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Das sollte man auch wirklich sehen. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Genau. Wie war das? Jemand, der Rache will. Aber für Typen sind immer zwei. Gräber, Schaufeln. Eins für sich und einen für den Gegner. Das ist doch mal ein toller Türöffner. Einfach mal draufhauen.
du die ganze Zeit Invis gewesen, oder was? Oh. Was hat denn der jetzt drauf gedrückt? Vor allem worauf? Schiffsmesse der Hyperion 1248, Bordzeit. Da steht nie irgendeine andere Zeit da. Es ist immer die Bordzeit. So, na komm schon. So, und aus ist es. Müsste zumindest. Ja, ist aus. Ich bin ein großes Risiko eingegangen mit dir und deinen Phantomen. Ich hoffe nur, dass Nova nicht recht hatte, was dich angeht. Ach, natürlich hat die recht. Das Phantomprogramm beeinflusst jeden unterschiedlich. Aber wir sind alle immer noch Menschen. Es ist unsere eigene Wahl, ob wir Phantomen werden. Nicht ihre, nicht deine und nicht die von Mengsk. Die Wahl zu haben, ist die einzig wahre Freiheit. Aber kann ich ihnen vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Vielleicht, vielleicht aber auch. Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden für dich kämpfen. Bis zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, wir verdanken dir alles. Klingt doch gut. So, Tykes, was geht? Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Tosh hat sich offiziell unserer kleinen Revolution angeschlossen. Er hat gemeint, dass seine Phantome uns jetzt helfen werden. Du hast sehr eine Schwäche schön für durchgeknallte Psychos, Jimmy. Natürlich. Diese Irren loszulassen ist nicht besonders clever. Ja, der sagt alte Tykes. Mengsk hat die nicht umsonst eingesperrt. Ja. Mengsk hat sie eingesperrt, weil sie einfach nur Waffen für ihn waren. Auch sie haben ein Recht auf Freiheit. Wie jeder andere auch. Die müssen sich nur ein bisschen am Riemen reißen können. Das ist alles. Was gibt's denn alles in der Nachricht? Eine Eilmeldung. Wir haben heute Bericht erhalten, dass... Wie bitte? Wir schalten zu Kate? Aber ich... Die bestbewachten Gefangenen der Liga sind seit heute Nacht auf freiem Fuß, nachdem das Gefängnis von Neu-Folsom durch einen gewagten Einbruch infiltriert wurde. Liga-Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, da einige der Häftlinge frühere Mitglieder des Projekts Shadowblade sind. Ja, Shadowblade. Ein besserer Name gibt's nicht. Nimm irgendwas mit Shadow. Am besten noch Blade dahin. Ah, super. Ebenfalls während des Angriffs befreit. Wissen wir, wer dahinter steckt, Kate? Waren es Rainers Raiders? Die Beweislage lässt darauf schließen. Ja, Donny. Da sehen Sie es. Jim Rayner hat unsere Welt heute Nacht wieder ein Stück gefährlicher gemacht. Donny Vermillion aus den Studios von UNN auf Korhal. Jetzt wird's interessant. Gefährlicher für die richtig bösen Jungs da draußen, dann. Genau. Du solltest dich warm anziehen. So, dann gehen wir mal fix zur Brücke und schauen, was der gute Corner noch zu sagen hat. Nee, Horner. Was sag mal Corner zu dem. Weiß ich einfach nicht mehr, was ich tue. Ja. Ich hab das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Ach. Nein, Sir. Wir standen von Anfang an hinter Ihnen. Es ist Ihr Sinn für Gerechtigkeit, der uns bis hierher gebracht hat. Matt. Mein das Interesse ist der beste Sinn überhaupt. Vor langer Zeit erloschen. Ich habe mein Leben lang gekämpft, getötet, gute Männer in den Tod geschickt. Und wofür eigentlich? Ja, die Sache mit für die Mission. Ist alles, was mir noch bleibt. Menschen wie du werden eine bessere Zukunft aufbauen, wenn sich der Staub erstmal gelegt hat. Weil sie uns etwas gegeben haben, woran wir glauben, Sir. Dann muss ich erstmal den Staub legen. Den Kampf niemals aufgeben. Das ist ein Versprechen. Also, mein Guter, du bist echt einer der Besten. Was haben wir denn hier? Phantome. Schick. Phantom, sag mal, hast du schon jemals ein Phantom gesehen? Nein, weil sie nicht existieren. Gabriel Tosh, angeblich der erste der Phantome im Gespräch mit Sip Roch vom Umodianischen Nachrichtendienst. Mr. Roch, nee, Miss Roch. Verschwand eine Woche später und wurde seither nicht mehr gesehen. Schade. Ein Nebeneffekt des Phantomausbildungsprogramms ist eine gesteigerte Exzentrik. Viele Phantome tragen Totems oder andere Glücksbringer bei sich, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Okay. Es geht das Gerücht um, dass die Liga immer noch im großen Stil Phantome einsetzt, ungeachtet der angeblichen Schließung des Programms. Weil die einfach nur abartig geil sind. Dieser Typ, Tosh, hat mir Daten gegeben, um mir Phantomausrüstung zu bauen. Sicher, dass wir dem trauen können? Natürlich. Hört, er kennt sich mit Gehirnwäsche aus oder so. Für die Ausbildung zum Phantom kann er nur Freiwillige einsetzen. Das ist die Abmachung. Er nimmt sie hart ran, damit sie nicht den Verstand verlieren, wenn sie erstmal vollwertige Phantome sind. Schick. Gehirnwäsche involviert. Gut zu wissen. Wollen ja nicht, dass einer dieser Freaks abdreht und Ärger macht. Natürlich, bei dem ist es erlaubt. Also, was haben wir denn? Liga. Oh, Liga. Phantom.
Psionische Peitsche schaltet die Fähigkeit frei, verursacht 200 Schaden an der Zieleinheit. Und jetzt geht's los. Wow. Das ging schnell. Ermöglicht die Fähigkeit fügt der Zieleinheit 200 Schaden zu. Mit der entsprechenden Ausbildung kann Phantoma eine Druckwelle aus konzentrierter psionischer Wut machen. Blablabla. Tannmodul der Nix-Klasse. Wie viel kostet das? 100 und 125. Erfordert keine Energie mehr. Oh, wie geil ist das denn? Okay, wird gekauft. So. Wenn ich hier sowas sehe wie Tarnung und keine Energie, dann natürlich immer. Dann sage ich, noch mehr von dem Zeug. Wo auch immer die das her hatten. So, dann gehen wir mal fix noch ins Labor. Gibt es denn da hier noch Neues? Nö. Gut, da brauchen wir natürlich nichts weiter. Die beiden evolutionieren sich ganz, ja, so weiter wie bisher. Auf zur Brücke, einmal speichern und dann geht's weiter. Yeah.